Der Aktionstag Leipzig drückt markiert den Beginn der bundesweiten Woche der Wiederbelebung, die in diesem Jahr vom 16. bis 22. September stattfindet. Ziel dieses Tages ist es, das Bewusstsein der Bevölkerung für lebensrettende Fähigkeiten zu erhöhen. Der Aktionstag fand gestern auf dem Augustusplatz statt und wurde von verschiedenen Akteuren der Stadt unterstützt. Heiko Rosenthal, Bürgermeister für Umwelt, Klima, Ordnung und Sport in Leipzig, begrüßte die Anwesenden. Die Stadt Leipzig ist ja der Träger des Rettungsdienstes und insofern sind wir mit den Trägern des Rettungsdienstes, mit dem ASB, mit den Maltesern, mit den Johannitern, mit DRK und der Feuerwehr entsprechend immer auch berufen, entsprechend solche Aktionstage durchzuführen. Und wir freuen uns heute, dass mit dem Uniklinikum und dem Städtischen Klinikum St. Georg auch die zwei wichtigen Kliniken der Stadt Leipzig mit da sind, um diesen Tag durchzuführen. Insofern ist das für uns eine Selbstverständlichkeit, weil es hilft uns, nach hinten raus Menschenleben zu retten. Während der Veranstaltung wurde ein Szenario in Echtzeit gezeigt, das demonstrierte, wie man nach dem Auffinden einer Person mit Herzstillstand die Herz-Lungen-Wiederbelebung und die Rettungskette anwendet. Der Aktionstag soll dazu beitragen, Hemmschwellen abzubauen und über wichtige Sofortmaßnahmen zu informieren. Gemeinsam mit Vertretern der Hilfsorganisationen, die im Aktionsbündnis Leipzig drückt, aktiv sind, wurden die wichtigsten Erste-Hilfemaßnahmen und Wiederbelebungstechniken erklärt. Interessierte hatten die Möglichkeit, unter Anleitung von Fachpersonal, darunter ein Team des Universitätsklinikums Leipzig, praktische Übungen durchzuführen. Ja, also was immer gute Adressen sind, sind natürlich die Erste-Hilfe-Kurse der entsprechenden Hilfsorganisationen, also hier Rotes Kreuz, Johanniter, ASB und dergleichen. Es gibt auch eigentlich im Internet gute Materialien, da kann ich das GRC, den Deutschen Reanimationsrat, empfehlen. Die haben da Informationen für halt Interessierte, die also leicht verständlich sind. Und da ist einfach wichtig, prüfen, rufen, drücken, also erst gucken, was ist los, dann um Hilfe rufen und dann eben, wenn jemand keine Atmung zeigt und nicht auf Ansprache reagiert, dann einfach anfangen zu drücken. Ja. Und das sieht man also auf dieser Website, da kann man einfach mal vorbeischauen. Es geht darum, durch Herzdruckmassage und Herz-Lungen-Wiederbelebung die entscheidenden Minuten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes zu überbrücken, die über Leben und Tod entscheiden können. Schätzungen zufolge könnten durch rechtzeitiges Handeln von Ersthelfern in Deutschland jährlich etwa 10.000 Leben gerettet werden. Die Jugend sind meist die Leute, die noch die wenigsten Hemmschwellen haben. Die trauen sich, in solche Situationen ranzugehen und nach vorne zu gehen. Heißt, wenn wir mit denen regelmäßig Erste Hilfe üben und denen zeigen, ihr könnt nichts falsch machen, trauen die sich auch als Erstes in solche Situationen hinein. Also wir selber treffen uns einmal die Woche und machen da alles rund um das Thema Erste Hilfe mit Interessierten von 6 bis 27 Jahren. Und was wir ganz viel in der Praxis machen, ist, dass wir Sanitätsdienste mit begleiten. Heißt, wenn die Kids ein gewisses Alter erreicht haben, meistens ab 16 Jahren, können die mit sehr erfahrenem Personal gemeinsam ehrenamtlich auf Sanitätsdienste gehen, wie Sportveranstaltungen, das WGT in Leipzig oder auch Konzerte. Und können hier als Fußtrupp, aber auch mit den Fahrzeugbesatzungen gemeinsam an der Versorgung von Patienten und Patientinnen teilnehmen. Der Arbeiter-Samariter-Bund, kurz ASB, ist eine gemeinnützige Organisation, die in Deutschland und international tätig ist. Die Hauptaufgaben des ASB umfassen Rettungsdienst, Katastrophenschutz, soziale Dienste, Bildungsangebote, Freiwilligendienste und internationale Hilfe. Im Rahmen der bundesweiten Woche der Wiederbelebung möchte das Aktionsteam die wichtige Rolle der Reanimation durch Laien bei Herzstillständen hervorheben. Leben retten ist einfach und sollte eine grundlegende Fähigkeit jedes Menschen sein.